Das ist ein richtiger Sensationsfund und das gleich aus mehreren Gründen. Der riesige schwarze Granitsarkophag ist nicht nur uralt, sondern wohl auch der größte Sarkophag, der jemals in Alexandria in Ägypten entdeckt wurde. Er wurde Ende Juni bei Bauarbeiten in 5 Metern Tiefe gefunden und Forschungsteams vermuten, dass er seit der Antike nicht mehr geöffnet wurde. Eine echte Seltenheit. Jetzt wurde er geöffnet. Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wenn ihr Horrorgeschichten wie Die Mumie oder The Mummy's Hand kennt, wisst ihr, dass dort eindringlich davor gewarnt wird, die letzten Ruhestätten der Ägypter zu stören. Doch das wissenschaftliche Interesse geht vor, denn es ist sowieso selten genug, dass Gräber der Antike gefunden werden, die noch ungeöffnet sind. Tatsächlich sind die meisten von ihnen bereits vor Jahrhunderten von Grabräubern geplündert worden, um kostbare Grabbeigaben zu klauen. Nicht so bei dem aktuellen Fund aus Alexandria. Das Antikenministerium hatte am 1. Juli verkündet, dass bei Bauarbeiten in einem Stadtteil namens Sidi Gaba der wohl größte derartige Fund in der Region gemacht wurde. Der Sarkophag aus schwarzem Gestein ist ganze 2,65 Meter lang, 1,65 Meter breit und 1,85 Meter hoch. Und zudem scheint er, wie gesagt, ungeöffnet, denn die Mörtelschicht an den Seiten des Deckels ist noch komplett intakt. So gehen Forschungsteams davon aus, dass er wohl seit etwa 2000 Jahren verschlossen ist. Das ägyptische Recht schreibt vor, dass jedes Baugrundstück zunächst gründlich von Archäologenteams untersucht werden muss, was ein Glück in diesem Fall. Experten und Expertinnen vermuten, dass der Sarkophag wohl aus der Zeit der Ptolemäer stammt, also von etwa 320 v. Chr. Bis 30 v. Chr. In der Nähe des Sarkophags wurde zudem eine Büste gefunden, die sehr stark verwittert ist. Ohne Details erkennen zu können, geht man schwer davon aus, dass sie den Verstorbenen darstellt. Und das lässt auf einen Mann schließen. Doch wer genau könnte es sein? Ein Zeitgenosse von Kleopatra, der siebten, der letzten Königin des Ptolemäerreichs und außerdem die Geliebte von Gaius Julius Caesar und Marcus Antonius. Manche hoffen sogar darauf, dass es sich um Alexander den Großen handelt. Und zeitlich würde es passen, er starb wohl im Juni 323 v. Chr. Und soll in Alexandria begraben worden sein. Die Experten und Expertinnen schließen von der Größe des Sarkophags darauf, dass es nicht nur den Toten selbst, sondern auch Grabbeigaben enthalten könnte. Diese werden dann wohl auch verraten, ob es sich bei dem Toten um einen hohen Würdenträger handelt oder eben nicht. Doch jetzt war die Ernüchterung bei der Öffnung groß. Keine Grabbeigaben und auch nichts deutet auf einen König hin. Der Sarkophag ist unvollendet. Es gibt keine Hieroglyphen im Sarkophag und das ist die zweite Enttäuschung. Wasser. Wahrscheinlich über einen sehr langen Zeitraum aus den umgebenden Gebäuden in den Sarkophag geflossen. Außer Knochen von insgesamt 3 Toten enthält er nichts. Und die geben Rätsel auf. Einer der Toten wurde wohl von einem Pfeil in den Kopf getroffen. Ein Kämpfer. Die anderen vielleicht Kameraden. Aber warum dann ein so schwerer und großer Sarkophag? Allein der Deckel wiegt 15 Tonnen. Ja, es bleiben mehr Fragen als Antworten und wenn ihr kein Video zu diesem und anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video, denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich vor jedem Upload, auf YouTube, also ihr kriegt den Link einfach zuerst und zwar vor allen anderen täglich und garantiert einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks um Social Media abonnieren, da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt, dafür hier klicken, aber nicht, ihr wisst es, die genau Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit dafür auch draufklicken. Geheime Kammer in der Cheops-Pyramide. Bis dann. Bleibt dran.